Grüß euch, ich bin die Gabi von der Gabi Windteil Keramik und ich zeige euch heute, wie man eine Dose macht. Ich drehe heute auf der kleinen Scheibe. Die funktioniert genauso wie die große Enderlein und ich habe hier, kann ich gut mich fest stützen und es geht los. Ich zentriere mal den Ton. Ich massiere den ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Dann mache ich ein kleines Loch rein. Die Finger greifen immer ineinander. Stich bis kurz vorm Boden. Mach es nass. Geh mit dem Schwamm, den ich hier zwischen die drei Finger halte, drüber, halte den Rand und zieh mit meinem Klammergriff nach hinten, auf der Höhe des Bodens. Dann massiere ich den Boden. Gehe von innen nach außen und wieder zurück. Das mache ich mehrmals. Dann gehe ich mit dem Schwamm wieder über den Rand, halte diesen Rand, gehe mit meinem Klammergriff an der hintersten Stelle und schiebe den Ton von ganz unten, kippe ich es Richtung Mitte vom Gefäß schiebe ich das hoch. Greif ganz unten rein und schiebe es nach oben. Die kritische Stelle ist immer so nach einem Zentimeter, da drückt man gerne zu stark und reißt es durch, reißt es ab. Also erst ganz stark drücken, dann ein bisschen nachlassen im Druck und dann wieder mehr. Dann gehe, wenn es das erste Mal gezogen ist, wenn es zu weit ist, kann ich es oben noch ein bisschen eindrücken mit diesem. Einfach vom Rand zusammendrücken. Dann greife ich innen mit dem Mittelfinger, fange ganz unten an und schiebe das nochmal ein bisschen höher. Dann hole ich mir das Wasser da ein bisschen raus, mache den Rand schön rund. Gehe mit der Schiene, die ich nach vorne kippe, unten rein. Und mache dann mit der Drehschiene hier, von ganz unten drücke ich mit dem Mittelfinger, drücke von innen nach außen. Oben ein bisschen weiter wie unten, also nochmal ein bisschen rein. So ist gut. Und dann kann ich es auch schon abschneiden. Neben dem Abschneider drücken mit beiden Daumen nach unten. Durch, drehe es ein bisschen und ziehe wieder zurück. Dann nehme ich die Schiene, mache die ein bisschen feucht, lupfe das an und schiebe die Schiene drunter. Dann geht es weiter mit dem Deckel. Wieder in die Mitte. Ich zentriere wieder. Wenn der Ton so klein ist, greife ich statt so direkt gegenüber ein bisschen versetzt, dann kann man den besser drücken. Ich drücke praktisch so dazwischen, drücke ich den hoch und wieder runter.
Und wieder hoch und wieder runter. Dann gehe ich in der Mitte nach unten. Und jetzt nehme ich mit dem Schwamm, gehe ich wieder drüber und ziehe den Wulst, drücke das nach unten, ziehe nach außen, lasse das am Rand dick stehen. Das müssen wir erstmal messen. Die Dose hat einen Durchmesser von 10 cm. Innen haben wir 8 cm und außen 11. Da rechnet man mindestens 0,5 cm vom Rand jeweils dazu. Also muss das 11 cm breit werden und der innere Ring 8. Dann drehen wir das noch ein bisschen nach außen und dann stiche ich kurz vom Rand wieder runter. So haben wir gleich den Wulst für die Dose. Noch ein bisschen zu klein. Das heißt, wir drücken einfach von der Mitte nochmal nach außen bis zum Wulst. Jetzt habe ich da 8, das passt, und außen 11. Perfekt. Das heißt, ich massiere dann diesen Innenraum wieder. Schau, dass ich da eine gute Kante setze, dass der Deckel schön hält, ein bisschen höher. Geh da nochmal gut rein mit dem Finger hinten und mach das schöne Rundung hier. Und dann kann man den Deckel umdrehen und dann passt ja genau der innere Wulst in den Deckel. Hebe ich das ab, wieder mit der feuchten Schiene, schiebe die drunter. So, ich zeige euch jetzt, wie man die Dose abdreht. Die kommt in die Mitte von der Drehscheibe. Das sieht man recht gut an den Rillen. Es muss genau hier, ich halte den Mittelfinger hin, halt hinten den Daumen und dann kann ich auf der rechten Seite klopfen. Man zentriert immer den oberen Rand, dass man das gerade abdreht. Dann mache ich die Dose mit 30 Stückerl fest. Sonst rutscht die rum. Dann gehe ich mal mit der Kunststoffschiene oben drüber, mache es einmal glatt und dann habe ich eine Abdrehschiene. Ich drehe gern mit dieser halbrunden Seite, mache hier mal die Kante. Das ist dann auch die Wischkante fürs Glasieren und dann mache ich den Rand hier glatt. Dann gehe ich mit der Spitze von der Schiene, ich halte immer den Daumen nach innen, da habe ich dann eine Stütze, dass ich mich festhalte mit beiden Händen aneinander, sonst ist es zu wackelig, wenn nur die eine Hand hier geht, abdreht, das geht nicht. Das heißt, ich halte hier in die Mitte, dann halte ich die rechte Hand fest und gehe mit der Schiene, mit der Spitze hier rein. Ich drehe den Boden aus, das schaut schöner aus. Ich mache einmal nur diesen Ring. Und dann gehe ich von der Mitte nach außen. Mache mit dem Schwamm alles schön glatt. Signiere das. Ich habe da so einen runden Zahnarzt,
Blompenstift. Und dann kann man die Befestigung wieder wegmachen. Dreh das um. Fahr den Rand nochmal nach. Drück es nochmal schön rund. Und dann wird es weggestellt. Dann kommt der Deckel. Den stelle ich auch mittig auf die Scheibe. Halt wieder links den Mittelfinger drauf. Den Daumen ungefähr bei 7:30. Und wenn es hier ausschlägt, klopfe rechts dagegen. Wenn es schön mittig läuft, nehme ich ein bisschen größere Stücke Ton, mache die ein bisschen länger und drücke die vorsichtig da rein zum Befestigen, zum kleinen Würstel. Dann gehe ich wieder mit der Schiene von innen nach außen. Mach den Rand schön rund. Wenn es ein bisschen hoch ist, einfach nochmal runterdrücken, dass man da schön abdrehen kann, den Rand. Geh mit dem Schwamm drüber. Und jetzt machen wir da so einen Knüppel drauf. Ich kratze das an. Für den Schlicker. Nehmen wir ein bisschen Schlickerton, das ist einfach nur weicherer Ton, damit sie der härtere mit dem weicheren wieder gut verbindet. Nehmen wir ein Stückchen Ton, formen eine Kugel draus, so gut es geht. Dann drücke ich die Kugel bis zum Boden runter. Dann kratze ich das unten an, der Boden, mehrmals hin und her im Kreuz und drücke das da schön mittig drauf. Da muss man schauen, dass man den Deckel, dass der hart genug ist, also der muss schön lederhart sein, damit der nicht nach innen, jetzt vom Festdrehen nach innen drückt wird. Und dann mache ich da mit dem Modellierholz die erste Befestigung, dass mir der nicht wegrutscht. So. Und dann drehe ich praktisch wie auf der Scheibe, aber halt nur mit den Fingern, weil es so klein ist, und versuche das jetzt zu zentrieren. Ich drehe von oben nach unten, damit es immer gut hält. Dann unten ein bisschen rein. Das ist, damit man das gut greifen kann, mache ich es unten schmal. Und dann versuche ich den Deckel dann nochmal, den Knopf ein bisschen runter zu drücken. Dann drücke ich, schiebe von unten nach oben, nochmal zur Mitte hin und mache das schön rund. Ich kann dann mit dem Daumen hier nochmal reingehen, ein bisschen Ton rausholen. Und das mache ich halt so lange, wie es gern, wie es mir am besten gefällt. Kann man flacher machen, spitzer machen. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn es wie so eine kleine Kugel ist oben drauf. So, das war es eigentlich schon. Da kommen die Tonstücke vorsichtig wieder raus. Da greife ich so unten rein und schiebe die raus.
Und dann nehme ich den Deckel, greife vorsichtig hier hin, dann kann ich es umdrehen und das nochmal verputzen. Und was wichtig ist, habe ich jetzt vergessen. Da gibt es so einen kleinen Lochstecher. Mit dem stiche ich von unten nochmal dagegen und mache da so ein kleines Luftloch rein, dass, falls Luft dazwischen wäre, dass die rausgenommen wird. Und dann haben wir die Dose fertig. Man könnte jetzt auch, wenn man gerne eine Löffelaussparung hat, dann kann man die an- und rausschneiden. Das würde man, ich mache das jetzt einfach mal, das zeichne ich mal an. Und dann schneide ich das einmal. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Rand innen. Da muss man dann von innen nochmal nachschneiden. Jetzt schneiden wir einmal von oben. Und mit der Löffel drinnen bleibt, muss man das jetzt auch von innen hier rausschneiden. Das heißt, ich drehe das einfach um und schneide hier auch nochmal so ein Löchlein, dass der Löffel da schräg durchpasst. Und dann wird es einfach verputzt. Genau. Und dann schaut es so aus, dass man hier den Löffel drinnen lassen kann für eine Zuckerdose. Manche Leute mögen das ganz gern, dass immer der Löffel am Tisch ist. Perfekt. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert mich. Bis zum nächsten Video.